Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. In der heutigen Folge möchte ich mal ein bisschen an der Kolonie weiterbauen, beziehungsweise verbessern. Und da schwebt mir vor, dass wir hier mal die Betten umändern, hier mal einen Holzboden reinmachen, hier in dem Tiefkühler. Habe ich glaube einen Betonboden, aber das sieht, finde ich, hässlich aus. Da mache ich auch mal einen Holzboden rein. Und mal sehen, was sonst noch anliegt. Mal kurz schauen, alle Mann am Arbeiten. Langsam wird es ein bisschen unübersichtlich, aber es ist ja noch alles in Ordnung. Zerrissene Kleidung. So, wir wollten jetzt die Betten mal abbauen. Was haben wir hier? Ein überlegenes Bett deinstallieren. So, machen wir das mal schön gleich. So, noch einen Teppich rein. Dann sagt man, alles mindestens soll gut werden. Okay. Das ist eine Arbeit. Was macht er hier? Den Tiefenbohrer. Und er hat gefunden Plastahl. Das ist natürlich super. Weil das hatten wir überhaupt noch nicht gefunden bei uns. Ich sehe gerade, unser Essen wird eng. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen was tun. Aber zuerst, wie gesagt, Böden hier. Holzboden mache ich mal hier bei dem Gefangenenbereich. Und hier in unserer Kühlzelle. Wenn schon, muss das alles ein bisschen ordentlich aussehen. Öfter machen wir hier auch noch schön Holz. Wir haben jetzt genug. Dazu habe ich das alles angepflanzt, um das alles ein bisschen zu verschönern. So, Essen, Essen. Müssen wir mal schauen, was da los ist. So, Tiere sind da alles beim Alten. Gibt noch keine neuen. Müssen wir mal schauen. Ach ja, was war denn jetzt mit den Eiern hier? Sind die jetzt verdorben? Zerstört durch Temperatur? Eigentlich ja. Früher Fortschritt 11%. Aha. Dann war das bestimmt diese Hitzewelle. Dann kann ich die hier abholen lassen, die sowieso zerstört sind. Ebenso weg. So, verrottet, da ist nicht überdacht. Das Verrotten, das ist okay. Das stört nicht weiter. Moment. Mal sehen, was ist jetzt mit den Eiern hier? Zerstört durch Temperatur. Ich könnte ja jetzt. Ah, mein PC, da rattert wieder ein zurecht. Es leckt alles ein bisschen. Ich wollte sagen, ich könnte ja jetzt hier noch irgendwie einen kleinen Raum bauen. Mit einer Klimaanlage, die ein bisschen so die Temperatur auf 20 Grad hält. Und dann dort die Eier lagern. Und wenn die ausschlüpfen, dann haben wir kleine Hühner. Oder wir lassen es hier Natur sein. Verrottet
Fäulnis ist. Oh. Das heißt, Fäulnis. Wir kriegen jetzt arg Nahrungsprobleme. Ein Handelsschiff mit Waffenhändlern. Da müssen wir gleich mal hin. Besuchergruppe. Und haben was zum Handeln mit. So, erstmal die Waffenhändler. Was haben Sie denn Feines mit? Eine Beinprothese. Eine Beinprothese. Ich hatte ja jetzt einen mit einem Holzbein, den könnte ich wieder umoperieren. Ich habe nur 900 Credits. So, auf jeden Fall brauche ich jetzt Nahrung. Was ist das? Fäulnis. Jetzt die Frage, Fäulnis, ob die sich auch jetzt überall auswirkt oder bloß auf dem Bereich. Ich könnte ja jetzt sagen, hier in meinem Hühnergehege noch ein Feld anbauen. Nahrung, wie... oder hier oben. Ich denke mal, ich werde hier Nahrung anbauen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier noch eine Wand hochziehe. Aber das bringt auch nichts. Diese Hydrokulturbecken wollte ich ja mal bauen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir können das mal testen. Der große Plan war ja hier, diesen Geysir noch zu nutzen. Da muss ich halt immer aufpassen, dass die Angreifer nicht mal zufällig durch so einen Gang geraten. Dass ich mit einer Handgranate meine Tür zerstören und schon sind sie in unserer Kolonie, ohne an der Verteidigung vorbei zu müssen. Aber erstmal handeln. Was gibt es denn hier? Einfache Mahlzeit. Leckere Mahlzeit. Zwei Stück mit. 34. Vier Bauteile nehme ich alle. So, Stoff habe ich 700. Ja. Haben nicht sehr viel. Können wir ein bisschen Stoff verkaufen. Sag mal, machen wir mal die 95 weg. So. Annehmen. Gebiet, Anbauzone. Jetzt muss ich die mal erweitern ein bisschen alle. Das nützt nichts. Das war Reis. Das waren Kartoffeln.
Ich wollte das mal alles schön gestalten, aber das ist, glaube ich, nicht mehr nötig. Wir haben extrem Nahrungsmangel. Ich brauche da jedes bisschen Platz. Könnten auch ein bisschen jagen gehen. Ich weiß gar nicht, wer Jäger war. Komm, wir machen einfach mal hier. Jagen mal diese Muffa los. Mal sehen, wer kommt. Bis jetzt geht noch keiner los. Sky. Fernkampf 11. Na, mal sehen. Den muss ich nicht gerade nehmen. Nehmen wir mal den hier oben. Sonst knallt der hier noch alle Tiere an. Ach, jetzt rennt der runter. Ja, wo ist er? Sky ist weg. Schlafen gegangen. So, hier gibt es auch ein paar Tiere. Werde ich auch mal ein paar abschießen. Wisst ihr was? Ich baue mal hier noch ein Feld an. Ist wohl jetzt extrem weit weg. Aber irgendwann wird es schon mal wachsen. So, wo ist die Kartoffel? Info wack 3 Tage. Was haben wir denn noch? Mais habe ich glaube noch gar nicht. 7 Tage. Reis 2,4. Wir machen mal Reis. Ich meine, wir haben genug Kolonisten, die haben hier Zeit. Na, der wollte wo angreifen. Wo ist es denn? Hier ist eine Gruppe. Müssen wir mal eine Handgranate reinwerfen. Dann haben wir ordentlich Fleisch. So, hier wird jetzt geschossen. Den hat er. Schön. Das läuft. Was haben wir denn hier noch? 36% das Ei. Das hat 66. Was liegt denn hier? Oh, das lassen wir liegen. Und das lassen wir auch liegen. Wir brauchen hier mehr Hühner. Wir brauchen Nahrung. So, Komponenten und Bauteile. Ich habe das zwar schon mal gebaut, aber ich habe es leider schon wieder vergessen. Hier wird fleißig Kraftstoff produziert.
Aus Holz. Wo ist unser Holz hier? 3600 Holz. Hier unser Holzfußboden ist fertig. Und hier auch. Was das für ein Unterschied ist. Von den Farben her. Ach, kann man doch sagen, was man will. Das sieht doch viel schöner aus wie das hier. Auch hier, das gefällt mir auch alles nicht so, dieses Schlaf. Kann man das wieder abreißen, den Boden? Nee. So, was wollte ich? Komponenten und Bauteile. Da gibt es da jetzt eine Werkbank dafür. Arbeitstisch, Bauteile. So, ein schön großer Tisch kommt hier hinter. Eine Vorratskapsel. Oh, da hat man auch schon lange keine. Bauen wir mal hier noch eine Tür ein. So. Oh, sehr, sehr gut. Nahrung. Aber total weit weg. Ein Emu wurde zahm. Ein Emu legt der Eier. Emu. Emu, der Trottel der natürlichen Welt. Ich glaube, Kollege Emu ist noch was zum Schlachten. So, wo ist er denn? Emu. So, da kann man ins Tierengebiet. Brauche ich von nichts weiter. So, hier haben wir noch zwei Eier, die sagen wir ebenfalls nicht abholen. Geht das Ei? 93%. 94. Könnt das ja mal beobachten. Und 90. Jetzt bloß keine Hitzewelle. 99. 100. Und da ist es. Ein kleines Küken. Mit dem Namen Küken 1. Na, pickt es erstmal ordentlich Gras. So, Tiere. Wo ist es? Küken, Küken 1, Tiergebiet 2, perfekt. Sehr schön, das funktioniert. Der erste Hühnernachwuchs ist da. So, 20 Bauteile brauchen wir. Ja, das ist ja ein Ding. Wir wollen Bauteile bauen und brauchen erstmal 20 Bauteile, um die Werkbank zu bauen. So, hier wird fleißig Plastahl abgebaut, wenn ich das richtig sehe. Ja, die Eier werden knapp. Koche einfache Mahlzeit.
unsere einfache Mahlzeit. Wir hatten doch hier noch Trockenfutter. Ach nee, Trockenfutter war ja am Schlachtetisch. Aktuell 22. So, wir wollen ja kochen, bis wir 300. Ach ja, komm. 310. Ja, komm, machen wir es richtig. Machen wir 300 und beginnen wollen wir wieder bei 100. Nee, 150. So, das war die einfache Mahlzeit. 300 und hier haben wir gesagt, bei 200 wieder anfangen. Okay, erledigt. So, Trockenfutter ist noch in der Produktion. Was? Kartoffeln werden nicht abgeerntet. So, da müssen wir mal hier schauen. So, Feldarbeit. Jeder, oh, 18 von 20. Mensch, du, ist ja gut. Also jeder, der hier ein bisschen Feldarbeit machen kann, der soll jetzt auch aufs Feld gehen. Hier haben wir Trockenfutter und Heu. Müssen jetzt die anderen Tiere alle? Schlafen gar nicht. Oh ja, die lieben sich. Und gleich gibt's ein Ei. Nee, doch nicht. So, Bauteile. Ich kann ja nicht überall rumbuddeln hier, Mensch. Hier sieht's schon verdammt wild aus. Irgendwo noch nicht gegraben, vielleicht hier mal noch ein bisschen. Hier, das sind doch Bauteile. Jetzt richtig gesehen habe. Oder was Schiefer? Nee. Jo, Batterien haben wir wieder im Griff. Das läuft. Ich mal hier die Öfen wieder ausmachen. Mal sehen, ob es dann immer noch läuft.
Kraftstoff haben wir auch reichlich. Wie viel habe ich denn noch in Produktion? 82. Ne, das ist ein bisschen viel. Produziere, bis du X hast. Aktuell vorhanden 630. Dann machen wir runde Zahl 1000 Kraftstoff. Und wir fangen erst wieder an bei 500. Oh, schön. Hier wurde mal ein bisschen geputzt. Hier ist noch sehr dreckig, aber hier oben ist mal ein bisschen sauber gemacht. So, Plastahl. Da war schon reichlich hier. 1200. Das ist gut. So, hier ist immer noch eine Arbeit. Wo ist denn jetzt der Scanner? Strom an, aus. Muss ich mal Feuer. Da muss ich mal eben anmachen, mal schauen. So, hier haben wir noch ein. Das wird jetzt abgebaut, dann haben wir noch den Batzen und dann können wir, glaube ich, den abreißen. Genau. Und hier haben wir noch ein bisschen was zum Abbauen. Okay. Können wir den wieder ausmachen. Even schmeißt eine Party. Jeder, der dorthin geht, verbessert seine Laune und soziale Energie und bekommt einen anhaltenden Stimmungsboost. So, wer geht denn alles hin? Even, hast du wohl keine Freunde? Doch, jetzt kommen sie. Wo ist er denn eigentlich, der Even? Bisschen wenig Sitzgelegenheiten. Hier sitzen wir noch zu dritt. Auf zwei Stühlen. Naja, mit dem Feuerlöschen ist kein Problem. Das klappt. Das machen sie gut. So, Feuer, was brennt hier? Das Ei? So, ich forsche jetzt schon mal hier auf den Raumschiffbau. Wir werden mal die Folge für heute beenden. Und ja, wenn ihr Ideen habt, was ich noch so bauen könnte, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich mal noch ein bisschen die Kolonie verschönern, nach Bauteile suchen. Okay, bis bald.